Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Die Analyse ist raus, die neue zu dem Battle von Pac Pacino gegen Tamatic. Ich bin sehr gespannt und wir werden uns hier direkt zusammen ansehen. Die Bewertung hatte ein bisschen Verspätung. Ich hatte sogar kurz Angst, dass diese Woche schon wieder keine kommt. Aber dann haben ein paar Leute von euch geschrieben, dass sie eigentlich erst um 20 Uhr kommt. Jetzt ist sie so kurz vor 19 Uhr gekommen. Ich weiß nicht warum. Aber Julian schreibt es immer auf Facebook, weil er der einzige Mensch auf der Welt ist, der noch Facebook benutzt, glaube ich. Also ich hätte sie jetzt da irgendwie geschrieben, weil ich habe sonst nichts mitbekommen. Es wird Zeit, dass er sich mal irgendwie Twitter zulegt. Auf jeden Fall sind wir jetzt back mit der Bewertung. Ich habe jetzt schnell noch hier... das Video angeschmissen. Habe jetzt auch die Facecam hier nach oben gemacht, weil das auch viele geschrieben haben, dass meine Facecam immer über den Punkten ist. Das habe ich ganz vergessen. Aber ja, meine Facecam war immer über den Punkten, was ein bisschen scheiße ist. Ich hoffe, dass Julian diesmal alle Punchlines auch bewertet, weil ich finde, in den letzten Analysen, meiner Meinung nach, hat er aus unersichtlichen Gründen ein paar okaye Punchlines nicht mit reingenommen oder auch gute mit nicht mit reingenommen. Also er muss ja nicht jede erwähnen, nicht jede ist erwähnenswert und nicht jede kann man werten, weil nicht jede ist gleich gut. Aber für mich hat er auch ein paar gute nicht gewertet, was ich ein bisschen schade fand, was das Ergebnis im Grunde halt verfälscht. Ich hoffe, dass er das hier ein bisschen besser machen wird und ich hoffe, das Video ist jetzt schon in HD verfügbar überhaupt. Ja, ist in HD verfügbar, Freunde, keine Sorge. Ich würde sagen, wir schauen hier direkt rein, Freunde. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, wie ihr noch gesehen habt. Dann warte ich ganz kurz, bis die E-Mail weg ist, damit wir auch hier so, zack, und dann würde ich sagen, schauen wir direkt rein, Freunde, los geht's. Ungewohnter Cam, Alter. Ich hatte eine Zeit lang auch diese Cam, also die Ansicht hier überlegt zu machen, dann hätte ich mir jetzt noch einen extra Rahmen dafür gemacht, keine Sorge, ob ich sie so behalten soll, weil so hat Monte sie, glaube ich, auch ungefähr und das feiere ich eigentlich auch ganz gut. Wir sind im Achtelfinale Pac Pacino gegen Tamatic und man merkt, dass wir im Achtelfinale sind. Normalerweise wäre das jetzt das zweite Battle des Jahres gewesen und da kann man sich echt nicht beschweren. Geduld ist eine Tugend, meine sehr verehrten Schlampen und Herren. Geduld ist eine Tugend. Die Videos. Das Video von Tamatic ist eines der besten bis jetzt. Drehaufwand, Locations, Requisiten, ja, Color Grading, Aliens, alles Top Level. Pac Pacino... Aliens, Digga. Das Video ist solide, aber nicht auf Tamatic Level. 9 Punkte für Tamatic, 6 Punkte für Pac Pacino. Punchlines. Zuallererst, ich will kein Spielverderber sein, aber dieser Move von Tamatic außerhalb der Battle-Runden seinen Gegner zu täuschen, um einen Vorteil herauszuziehen, möchte ich nicht unterstützen. Deswegen werte ich Lines, die sich darauf beziehen, nicht. Er hatte eine echt geile Falle aufgestellt und Pac Pacino mit Pedo-Verhalten angelockt, um die Runde von Pac Pacino... Warte, was hat er gesagt? Warte. Tamatic außerhalb der Battle-Runden seinen Gegner... Tamatic, 6 Punkte für Pac Pacino. Punchlines. Zuallererst, ich will kein Spielverderber sein, aber dieser Move von Tamatic außerhalb der Battle-Runden seinen Gegner zu täuschen, um einen Vorteil herauszuziehen, möchte ich nicht unterstützen. Deswegen werte ich Lines, die sich darauf beziehen, nicht. Also Lines sich darauf beziehen, in welcher Art und Weise? Wertet er jetzt die von Pac nicht und die von Tamatic nicht, die sich darauf beziehen, oder nur die von Tamatic nicht? Weil wenn er jetzt nur die von Tamatic nicht nimmt, die sich darauf beziehen, ist es ja schon wieder ein unfairer Vorteil, eigentlich. Denn ist es ja schon wieder ein unfairer Vorteil, meiner Meinung nach. Weil Tamatic hat sich ja nicht so hart drauf bezogen, wie jetzt Pac Pacino in seiner Runde, aber trotzdem auch einige Lines dafür verschwendet dann in Anführungsstrichen. Finde ich ein bisschen schade. Hätte, ich finde, er hätte das mit reinnehmen müssen, meiner Meinung nach. Ich meine, klar, es ist ein bisschen kacke, so einen zu täuschen, aber man muss es ihm dann auch gönnen irgendwie, wisst ihr? Man muss es ihm auch irgendwie gönnen dann, wenn es geklappt hat. Er hatte eine echt geile Falle aufgestellt und Pac Pacino mit Pedo-Verhalten angelockt, um die Runde von Pac Pacino im Vorfeld zu schwächen. Aber ich bin der Ansicht, dass man sich innerhalb der Battle-Runden bekriegen sollte, und zwar ausschließlich innerhalb der Battle-Runden. Es ist nichts Verwerfliches dran, sich Dinge über den Gegner auszudenken, das war schon immer so, aber ich werde alles, was mit diesem Move zu tun hat, innerhalb der beiden Runden komplett ignorieren. Ja, okay, also beide Runden, okay, das ist wieder korrekt, okay, dann muss ich meine Aussage revidieren, dann finde ich es korrekt. Entweder komplett drin lassen oder komplett rausnehmen. Ich habe kurz gedacht, dass er jetzt nur die Lines von Tamatic nicht werten möchte. Okay, dann hat jetzt Pac Pacino sowieso ein bisschen verkackt, weil er halt einen kompletten Part auf dieses Kinderschänder-Image aufgebaut hat. Okay, gut, dann finde ich es korrekt von Julian. Ist halt so. Außerdem hätte Tamatic diesen Move auch überhaupt nicht nötig gehabt, weil er auch so battletechnisch überzeugt hat. Die erste Punchline bei Pac Pacino ist ein solides Wortspiel darüber, dass Tamatic in Pac Pacinos Augen eher unterdurchschnittlich gut ist. Ich zerfetz deinen Schatz, jetzt liegst du Opfer am Boden, weil du liegst unter dem Schnitt wie bei Operationen. Und ich weiß, es ist kein richtiger Punch, aber ich habe die Line trotzdem gefeiert, weil sie auch gegen Lasker ist, mit dem Tamatic ja auch leichte Schwierigkeiten hat. Wir können's doch gerne in einem 1-1 regeln, dann trägst du deinen Bandana nicht mehr wegen Weisheitszähnen. Was ein fetter Bluff, du hast damit rumgepostet, du Kasper, ist ja auch egal, denn du bleibst nur ein Hundesohn wie Lasker. Im zweiten Part geht Pac Pacino darauf ein, dass Tamatic ja immer an Lost Place Locations dreht und das kommt vor allem wegen der gelungenen Delivery gut rüber. Direkt im Anschluss kommt noch eine Konterline, weil Tamatic Alien ja als Monster aus dem Film District 9 bezeichnet hat und Pac Pacino dreht das
in eine Tribute von Panemline um, wo auch Distrikte eine Rolle gespielt haben. Ey Gerardo, ich würde dich gern durch Patronen verletzen. Doch wo find ich dich? Du drehst nur an verlorenen Plätzen. Du willst das JBB ficken, aber fix dich selbst. Fanatic ist ein Hungerhaken aus District 12. Der Rest des Parts geht über Dinge, die ich ignorieren werde. Und zum Beispiel die District 12 Line habe ich gar nicht mitbekommen, glaube ich, in meiner Reaction dazu. Das ist auch mal ganz schön, wenn man dann hier nochmal so ein bisschen darauf hingewiesen wird, finde ich. Aber echt korrekte Aktion, dass er es bei beiden rausnimmt. Hätte ich nicht gedacht, dass Julian das jetzt doch noch so objektiv irgendwie sehen kann alles. Feier ich. Der Rest des Parts geht über Dinge, die ich ignorieren werde. Und im dritten Part geht es weiter mit seiner, wie ich finde, besten Zeile. Ich hätte jeden hier zerstört, also wieso gerade du? Du bist nur ein dünner Lappen wie ein Mikrofassertuch. Macht 6 Punkte bei Punchlines bei Pac Pacino. Oh, das ist echt wenig, Digga. Kommen wir zu Timetic. Die erste Line ist ein Reinfall. Pac Pacino suchte auf Parship nach Arschfix? Einfach nein. Aber die danach ist stabil. Woher du Quicks kennst, Mann, ich kam nicht drauf klar. Ich hab gehört, du suchtest nach nem Arschfick auf Parship. Denn Dicker, du bist eine Scharmuta, die mehr Nüsse verarbeitet als Hanuta. Dann kommen Standard-Lines und dann geht er darauf ein, dass Pac Pacino mit Quicks cool ist. Und dass Pac Pacino in den Augen von Tamatic offensichtlich den Schwanz von Quicks bläst. Wie ekelig ist, oh ja, da gab's viele Lines. Schmier dir mal öfter Zahnpasta auf den Penis von Quicks. Witzig ist auch seine Line mit dem etwas ausgelutschten Stilmittel des Warum reimt sich dies auf das, was er hier aber etwas anders umgesetzt hat. Dann kommt eine Line über Sensas pussyhaften Ausstieg aus dem Turnier, die ganz witzig ist. Fand und auch, die Endline des Parts ist auf Nevis bezogen. Oh, die Nevis-Line. Wie hab ich gelacht, Mann. Und das war sogar eine Real-Talk-Line. Gegen Sensa gab es keinen Schusswechsel, aber er hat seinen Schwanz nur eingezogen, weil du ihn sonst gelutscht hättest. Denn wenn du denkst, du hast ihn sehr hart gebettelt, dann siehst du die Welt noch verkehrter als Nevis. Im zweiten Part geht Tamatic darauf ein, dass Pac Pacino seine Stimme extrem presst beim Rappen, was tatsächlich so klingt, als würde er gerade auf dem Scheißhaus sitzen und einen mächtigen Schiss abseilen. Schau mal weiter, Scheiße, Mann, du machst dich grad zum Affe. Pac Pacino, so wie du, kling ich maximal beim Kacken. Denkst du, deine Stimme hat zu Power und ist gut gedrückt? Paco, du klingst so, als hättest du dauernd nur einen Furz zurück. Geil ist auch, wie er Pac Pacinos Viva Pacino auskontert. Du hast dich verhört bei dem Viva Pacino, denn die Leute schrien nur was wie die Biatcha Mikro. In Pac Pacinos Runde gegen eierloses Opfer, das nicht eingereicht hat, trägt Pac Pacino ein Shirt mit Löchern drin und auch daraus hat Tamatic eine hervorragende Punchline. Jetzt so im direkten Vergleich, man sieht es halt echt. Also klar, es ist ein bisschen schade, weil bei Pac Pacino ein kompletter Part jetzt weggefallen ist mit den Kinderschänder-Lines. Aber irgendwas, ja gut, im Nachhinein irgendwas hätte, musste Julian jetzt machen. Rein theoretisch. Weil hätte er jetzt beides gewertet, korrekt gewertet, dann wären halt die Lines eigentlich von Pac Pacino weniger wert gewesen, in Anführungsstrichen, sag ich mal, ja. Aber ist in Ordnung. Aber ist halt ein bisschen schade jetzt, weil er halt einen kompletten Part verschwendet hat, aber... Selbst schuld im Nachhinein, wisst ihr? Gebastelt. Direkt im Anschluss gibt es eine witzige Line darüber, was Pac Pacino in Tamatics Augen für ein Pico ist. Und dein Shirt war zerrissen, weil die Schlappen ohne Frage für deine Runde deine Leute abgestochen haben. Du bist Deutschraps-Klitoris, aber wieso heißt du Paco, wenn du eindeutig ein Pico bist? Und das waren so die Highlights bei Tamatic. Statt das fand ich gut. Die Hooks. Ich habe jetzt keine Punchline irgendwie noch im Kopf, die er rausgelassen hat. Bei den letzten beiden Bewertungen habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, zum Beispiel beim letzten Battle die Gefängnisline war nicht mit drin, die fand ich relativ gut. Jetzt fand ich gut, ich bin zufrieden bis jetzt, bin echt zufrieden, muss man sagen. Pac Pacinos Hook kann man sich gut geben, musikalisch ist er auf jeden Fall auf einem stabilen Level. Es ist noch lange nicht vorbei, jetzt wird es richtig eng. Viele drücken nur auf Dislike, weil sie mich nicht kennen. Aber Hook fand ich auch so solide bei ihm. Ich fick dich, denn ich lass die Bombe platzen und der Mac tick tick bang. Ich habe keine Zeit, ist abgelaufen, keiner kann mich betteln oder hast du Johnny überredet, deinen Arsch zu retten. Nicht nur Angie hatte wacke Texte und ein aggressiver Flow. Muss man sagen. Meine beste Runde war die Qualifikation. 7 Punkte für Pac Pacino. Die Hook von Tamatic kommt nicht an seine eigene Hook aus der Vorrunde ran, aber ist auch mehr als solide. 8 Punkte. Spar dir deine Gangster-Hommage. Du bist kein Kino, schmuggelt seine Packets im Arsch. Geil, Mann. Du bist nicht Al Pacino, du Bitch. Du hast Kilos gekriegt bis zum Schließmuskelriss. Wer ist bei dem Schauspielteam der Manager? Hätte ich sogar vielleicht noch mehr Punkte gegeben, aber das ist meine subjektive Meinung. Und das muss man bei Hooks immer beachten, dass, finde ich, Hooks ist mit der größte Teil in einem Track, wo du einfach subjektiv bewerten musst. Deswegen, völlig in Ordnung. Rap-Skill. Ich werde den Rap-Skill etwas über Flow und Technik hinaus erweitern, weil auch die Battle-Rap-technische Lyrik eine Rap-Skill-Charakteristik ist. Pac Pacino ist technisch überzeugend, aber scheitert beim richtigen Schwanzgeben, was im Battle-Rap fundamental ist. Flow-mäßig kann man sich das gut geben, auch wenn seine Vocal extrem künstlich klingt. Ich gebe Pac Pacino 6 Punkte bei Rap-Skill. In Sachen Rap-Skill ist Tamatic Pac Pacino überlegen, denn er kombiniert größtenteils gute Reime mit der Extra-Portion Schwanz, die beim Battlen, wie gesagt, fundamental ist. Und flow-mäßig wird sein hysterisches Rumgeschrei auch immer besser.
True. Punkte bei Rapskill. Entertainment. Pac Pacino hat ziemlich ins Klo gegriffen bei seiner Angriffsfläche, aber auch wenn Tamatic ihn nicht hinter sich geführt hätte, wäre dieser Kinderficker-Kram nichts Besonderes gewesen, weil das schon ohne Ende vom Schwamm ausgeschlachtet wurde. Und besonders halt, finde ich, das habe ich auch am Anfang so gewundert, als ich es gesehen habe in der Runde von Pac Pacino, für alle, die meine Reaction nicht gesehen haben, Freunde, hier oben einfach für euch verlinkt. Das ist echt so weird, Alter, weil, keine Ahnung, das ist so, als ob du jetzt zu Laska gehst und sagst, dass er der Veganer des Todes ist oder so, der Vegetarier des Todes, weil Tamatic ist, abgesehen von David Nein jetzt, glaube ich, der jüngste Teilnehmer oder der Teilnehmer, der am jüngsten aussieht einfach. Und der macht für mich das wirklich mit am wenigsten Sinn, sich da irgendwas zu überlegen. Aber trotzdem, auch selbst jetzt, wenn es nicht die Falle gewesen wäre, waren im ersten und im dritten Part halt echt zu wenig andere Sachen noch. Trotzdem ist die Runde von Pac Pacino kein absolut langweiliger Untermüll aus Untermüllistan. Und in Sachen Entertainment bekommt er trotzdem 6 Punkte. Tymatic hat von vorne bis hinten entertained. Auch gut unterhalten, er hat bessere Lines, geht übel in die Fresse, seine Hook ist besser. 9 Punkte bei Entertainment für Tymatic. User Voting geht sowas von locker an Tymatic. Pac Pacino hat erbärmliche 10. Aber das fand ich auch, das fand ich ein bisschen zu hart, Mann. Also klar, die Runde von Tymatic ist übershit gewesen, aber trotzdem, Mann. Man hätte trotzdem bei Pac auch noch ein bisschen was da lassen können, sag ich mal, ja. Aber, ja. Es ist so, aber es ist ein bisschen zu hart, finde ich, jetzt vom User-Voting her. 10 Downloads bekommen. Welche Runde habe ich mir diese Woche gekauft? 10 Downloads, ich sag mal, ich bin auch nur ein Mensch und Pac Pacino tat mir mit seinen erbärmlichen 9 Downloads ein bisschen leid. Deswegen ist Download Nummer 10 von mir gewesen und er bekommt 10 extra Punkte. Nützt aber nichts. Korrekt von ihm. Tymatic ist eine Runde weiter. Ja, aber morgen kommen Big Jigga J gegen Michael Rape und bei Michael Rape wird es leider keine Download-Möglichkeit geben, weil ich aus seinem Video leider kein Thumbnail extrahieren konnte, welches durch die Qualitätskontrolle von iTunes gekommen wäre. Das heißt, ihr könnt Big Jigga J durch Download supporten, damit er ein bisschen was verdient, aber ich kann die Downloads leider nicht in die Wertung einfließen lassen. Ab sofort gibt außerdem jeder seine Runde mit 2 Thumbnails ab. Einmal 1500 mal 1500 Pixel für iTunes und etc. Einmal 3440 mal 1440 Pixel für YouTube. Adios, ihr Penner. WTF, Digga. Was muss denn das für eine müllige Runde sein? Was für ein mülliges Video oder schlecht belichtetes Video? Nun gut, Freunde, nun gut. Ja, schöne Analyse. Kriegt auf jeden Fall Like von mir, Digga. Schön objektiv bewertet. Immer noch ein bisschen der Julian-Humor drin. Für mich kann da noch ein bisschen mehr rein. Wir hatten jetzt hier nicht, aber wobei bei den JBB-Bewertungen hat er eh nicht so krass jetzt irgendwie hier immer, so hart beleidigt wie bei den JMC-Bewertungen, sag ich mal. Trotzdem eine schöne objektive Bewertung, finde ich. Und ja, eigentlich habe ich diesmal nichts auszusetzen. Muss man sagen. Schöne Bewertung. Und er hat auch bei den Punchlines keine vergessen oder keine rausgelassen irgendwie. Ja, alles gut, Mann. Finde ich korrekt. Er hat zwar noch eine neue Kategorie jetzt eingeführt hier, mit diesen Rap-Lyrik oder was meinte er, aber völlig in Ordnung, Mann. Schöne Bewertung, der korrekte Teilnehmer ist weiter. Und ich bin schon auf das Battle von morgen gespannt, Alter. Das werden wir uns auch noch morgen ganz schnell ansehen. Und dann bin ich ab Montag in London, Freunde. Montag bin ich für eine Woche in London. Ich bin gerade auch schon hart am Vorproduzieren, also es werden hier trotzdem jeden Tag 2 Videos online kommen und auch jeden Tag um 18 Uhr JMC. Keine Sorge. Am Montag gibt es direkt von Kriegs, Juanes und Uzi. Also, ja, könnt trotzdem noch dabei sein, Freunde. Ich habe auch einen Track von Sunny direkt noch mir angesehen, der auch am Dienstag, glaube ich, online kommt. Also kommen auf jeden Fall noch 2 Videos am Tag, keine Sorge. Bloß kann ich mir nichts Aktuelles ansehen. Aber das wird BB morgen, was rauskommt, werden wir uns auf jeden Fall noch geben am Sonntagabend direkt. Das war das, was ich sagen wollte. Schreibt rein, wie ihr die Bewertung fandet. Findet ihr sie korrekt so? Was meint ihr dazu? Und ja, aber eigentlich, Freunde, das Battle war eigentlich eindeutig. Schreibt rein, für wen ihr für morgen seid. Es ist schwer, aber ich glaube, Michael Rapp wird es holen. Meiner Meinung nach. Es wird, glaube ich, gar nicht mal so eindeutig sein, aber ich denke, Michael Rapp wird es nach Hause holen. Mal sehen, Freunde. Ich bin gespannt. Wir sehen uns. Bleibt fresh und ciao. Flo, der Flo, Mann, der Hype ist queer. Alles ganz egal, Mann, ich bleib bei dir. Du machst dann nur Reactions, doch machst du die besten.